Barrierefreiheit von Websites und mobilen Apps bedeutet, dass diese auch von Menschen mit besonderen Bedürfnissen uneingeschränkt benutzt werden können. Zum Beispiel wird großer Wert darauf gelegt, dass der Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund verändert werden kann, dass die Webseite und die Eingabefelder skalierbar sind und dass Interoperabilität mit anderen Eingabegeräten wie zum Beispiel einer Tastatur oder einem Screenreader gegeben ist. Barrierefrei werden. Um diese Barrierefreiheit quasi zu erfüllen, gibt es internationale Kriterien, das sind die WCAG-Kriterien, das sind die Web Content Accessibility Guidelines, eine internationale Richtlinie, um eben Barrierefreiheit gut umzusetzen. Das sollte schon eigentlich bei der Beauftragung von Webseiten drinnen sein. Und wir von WACA, dem Web Accessibility Certificate Austria, prüfen nach diesen internationalen Kriterien und setzen dann ein Siegel auf Ihre Webseite. Mit dem Goldsiegel ist sichergestellt, dass die betreffende Website alle WCAG 21 Anforderungen erfüllt. Beim Silbersiegel sind diese Anforderungen zum großen Teil erfüllt, beim Bronzesiegel mehrheitlich. Dennoch ist sichergestellt, dass bei allen Siegeln die Websites und deren Inhalte uneingeschränkt nutzbar sind. Warum lohnt sich digitale Barrierefreiheit, warum lohnt sich ein Zertifikat, sich prüfen zu lassen? Einerseits sind es sehr viele wirtschaftliche Aspekte im Hintergrund. Es gibt eine Studie, dass jeder investierte Euro in Barrierefreiheit mal 9 quasi retour fließt ins Unternehmen. Aber auch ein Zertifikat hilft, um Beschwerdemanagement zu reduzieren, weil ein Zertifikat immer ein Qualitätsmerkmal ist und von unabhängigen Prüfern getestet worden ist. Wichtig zu wissen ist, dass diese Anforderungen an Barrierefreiheit bereits jetzt von öffentlichen Unternehmen umzusetzen sind und ab 2025 auch für Privatunternehmen im Rahmen der Umsetzung des European Disability Acts gelten. Und zwar für alle Unternehmen, die Dienstleistungen auf ihren Homepages anbieten oder auch Webshops betreiben. Die Initiative WACA bzw. TÜV Austria als Zertifizierungsstelle kann Ihnen dahin helfen. Wir beraten Sie, sind Sie auf dem richtigen Weg, erfüllen Sie die WCAG-Kriterien schon in einigen Maßen und wenn es dann soweit ist, können wir Sie dann zertifizieren, aber wir beraten Sie schon im Vorhinein, welche Maßnahmen sind notwendig. TÜV Austria ist seit über 2 Jahren Partner und ich glaube, die TÜV Austria setzt hier auf Innovationen. Was wird in den nächsten Jahren up-to-date sein? Was ist wichtig hier zu prüfen? Gemeinsam mit der WACA ist es uns als TÜV Austria ein Anliegen, schon jetzt die barrierefreie Nutzung des Internets mit diesem Gütesiegel zu ermöglichen und das nicht erst ab 2025.